Oh, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Ich bin Kyrex, aber ihr könnt mich auch gerne den Schleichscheich nennen, wenn ihr wollt, denn ich bin der König aller Schleicher. Ich habe mir eben ein Schild geklaut und jetzt brauche ich noch ein Schwert. Mal schauen, wie gut das läuft. So, ich bin ja versehentlich runtergegangen. Ich glaube, ich muss hier raus. So, ab diesem Part wird es dann wieder blind. Ich weiß nur noch, wo das Schwert ist. Weiter weiß ich dann nicht mehr. Sehr schade, Panade. Aber ich denke, mit eurer Hilfe wird es schon werden. Was war das für ein Geräusch? Sind etwa die Kinder zurückgekommen? Ja, die platschen wie so eine Wasserleiche. Das ist normal bei Kindern. Ich sehe mich nochmal draußen um. Geh du lieber rein ins Haus. Alles klar. Das Schwert für den Hof von Hyrule liegt auf dem Sofa. Wenn der Bürgermeister es holen kommt, gib es ihm. Auf dem Sofa. Aber Mo, du bist doch verletzt. Ja, Mo weiß das, aber er möchte noch einen heben gehen. Er möchte jetzt nicht nach den Kindern gucken. Der geht jetzt nochmal in die Taverne und macht sich da richtig schön kuschelig. Geh mal nach hoch, genau. Hä? Macht das nicht? Okay, jetzt macht das. So. So, und jetzt muss ich mich irgendwo... Ah, Hundi. Sagt noch was? Hier wohnen Grond und Baka und Taro und Maro. Und der kleine Hund, Belosowitz. Ein russischer Hund. Okay, der sagt immer noch das gleiche wie eben. Das ist ein bisschen schade. Ich dachte, jetzt macht er noch was Neues, weil ich ja einen neuen Part angefangen habe. Aber irgendwie hat der Hund da nicht dran gedacht. So. Und der Typ da, der läuft da jetzt mit einer Fackel rum und sucht ganz genau, was hier so los ist. Und ich möchte, bevor er entlang kommt hier, mich irgendwie hier vorbeischleichen. Ihr seht es ganz genau, also Moment, ich zeige es euch nochmal. Er sieht sich wirklich sehr genau um und schaut in jede Ecke und Kante. Ich weiß nicht, wie man am besten an ihm vorbeikommt. Ich mache es einfach mal langsam und gefühlvoll. So sexy. Okay. Ja, ich habe das, denke ich, geschafft. Und jetzt gehe ich hier hinten entlang. Durch das Wasser. Was sagen die Frösche jetzt? Die sagen wahrscheinlich immer noch das Gleiche, ne? Ja, ja, die sagen noch das Gleiche. Das lohnt sich nicht, hier noch weiter zuzuhören. Huiuiui, jetzt bin ich ein bisschen gerannt. Und, oh, da ist das Hühnchen. Hallo, Hühnchen. Na du? Ein Wolf in einer Vollmondnacht? Wie romantisch. Was verbirgt sich hinter dieser Erscheinung? Jemand, der zurzeit nicht im Dorf ist? Da kommt man schon ins Grübeln, oder? Du quälst mir. Deine Augen verraten ein scharfes Gespür. Das Fell ist weich und flauschig. So muss ein Wolf sein. Übrigens ist ein Wolf auch Hühnerfleisch. Nur, dass du es weißt. So muss ein Wolf sein. Und jetzt tschüss. Kann ich leider nicht essen. Schade, dass man das nicht eingebaut hat. So, ich möchte das gerne aufheben, den Kürbis. Dann muss ich ihn halt zerstampfen. Na gut. Oh, das war ein wertvoller Kürbis. Nochmal. Na gut, ein ziemlich wertvoller sogar. So, was dieses Hühnchen meint ist... Oh, offenbar dieses hier auch. Ah, so viel Geld. Vor allem meint es das hier. Alles klar. Puh. Ganz schön viel Zeug, was man hier ausbuddeln kann. So, und ich bin im Haus und auf dem Sofa wurde gesagt... Was ist das denn? Dieses Bild ist ja cool. Moment, wie mache ich das? Mal kurz angucken. Ja, da hat offenbar jemand gemalt. Offenbar, ich weiß nicht, in welcher Zeit diese Zelda-Geschichte spielt, aber es gibt schon Wachsmalstifte. Oder jemand hat es mit Blut gezeichnet. Das könnte auch immer sein. Ich würde sagen, der da, der sieht unheimlich aus. So, da, oh, guck mal. Da waren sogar noch mehrere Angeln. Das heißt, ich habe offenbar nicht die erste bekommen. Ist eigentlich cool, was es hier so für Details gibt in diesen Räumen. Was haben wir noch da drüben? Also da liegt das Schwert. Also da ist das Schwert, das hebe ich mir gleich, da hebe ich gleich ein, das hole ich mir gleich. So, und ansonsten, ja, alles beim Alten. Ich nehme das Schwert mit. Das Schwert muss noch schwerer mit der Nase in der Luft zu halten sein als der Schild, aber er macht das ganz gut, finde ich. Du erhältst das Ordon-Schwert. Mo hat es als Geschenk für den Hof von Hyrule angefertigt. So. Wunderbar. Damit sind jetzt unsere Waffen komplett. Wenn du dir Mühe gibst, bist du ja richtig zu etwas zu gebrauchen. Ja, du nicht. Mann, blöder Arsch. So, damit endet unser kleiner Exkurs. Und jetzt führe ich dich in die faszinierende Welt der Schatten. Du solltest noch einmal in den Wald gehen, in dem du diese Gestalt verwandelt worden bist. Okay, mach euch. Alles klar, also, ich muss zurück in den Wald. Komme ich hier aus der Tür wieder raus? Oder wie bin ich da nochmal reingekommen? Irgendwo hier oben, ne? Hä? Wie komme ich jetzt hier raus? Oh mein Gott, wie komme ich hier raus? Achso, ich habe mich hier durchgebuddelt, richtig. Ganz vergessen. Ich dachte schon, ich müsste irgendwie was Besonderes tun.
Okay, zurück in den Wald. Ist, glaube ich, ist das jetzt egal, wenn ich erwischt werde? Ich bin eigentlich ganz cool. Wolf mit Schwert und Schild, das finde ich richtig cool. Oh, lass los. So, so viel Geld kommt nicht nochmal raus. Nein, Hühnchen, nein. Der Boden ist hier so weich. Deswegen ist hier einer meiner liebsten Orte im Dorf. Dein Pelz wirkt auch ganz weich. Ich glaube, ich mag dich auch. Ja, du bist köstlich. Ah, du gefällst mir. Sieh mich genau an. Verwende dein scharfes Gespür, um durch mich hindurch zu sehen. Okay. Ah. Meintest du jetzt wirklich nur diese komischen Sachen hier? Ich meine, Hühnchen, ich weiß, dass man das... Also wie oft die einem sagen, dass man das Gespür verwenden soll, ne? Nein, hier... ich weiß nicht, ob das jetzt noch ein spezieller Hinweis war, dass ich hier was Bestimmtes finden muss. Diese Grabstellen kommen offenbar immer wieder. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Die hier haben ja auch nur alle gesagt, Gespür, Gespür. Sagt er es jetzt auch wieder? Quack, quack. Okay, er ist nicht schlauer geworden. Ich dachte nicht, dass jemand mit mir reden würde. Ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Quack, tut mir echt leid. Na gut, dann ich verzeihe dir, ich verzeihe dir. Und du, der Kinder, ach so, ja, lalalala, kennen wir schon. Der hat den alten Text, ich gehe jetzt lieber hier oben lang. Quack, ich esse dich. Quack. Geh weg! Kommt, kämpft mit mir! Ich fress euch beide! Okay, alles klar. So, und der hat sich offenbar auf den Weg zurückgemacht und dann kann ich jetzt wieder in den Wald gehen. Sonst scheint es hier nichts zu geben. Mann, ist der heldenhaft, verteidigt seine schwangere Frau wie ein ganz großer. Klasse, das hat er gut gemacht. Ich bin richtig stolz auf ihn. So. Ja, ich würde schon ganz gerne in die Wohnung zurück. Ich weiß noch nicht, wie man sich überhaupt... Also wie gesagt, jetzt ist es wieder komplett blind. Ich weiß nicht, wie man sich überhaupt wieder in den richtigen Link zurückverwandelt. Ich schätze mal, Midna wird mir da bald helfen. Aber ich würde ganz gerne wieder reden. Obwohl, na, Link redet ja auch nicht. Ehrlich gesagt, schlechtes Argument. Nein, ich möchte ganz gerne wieder zwei Beine haben. Vier, das ist mir einfach zu viel des Guten. Das sind zwei Beine mehr, über die ich stolpern kann. So, warte. Wer spricht da? Ich weiß nicht, welche Stimmhöhe ich nehmen soll. Warte! Komm, oh. Komm zu meiner Quelle. Das ist bestimmt eine Fee, nehme ich mal an. Die hat keine wahre Stimme. Deine Erscheinung. Eine dunkle Kraft. Komm zu mir. Dip. Oh, das sieht nicht gut aus. Achtung, ein Wesen der Finsternis. Ich spüre, dass es näher kommt. Ja, toll. Du hast mich reingelockt, du Arscho. Vielleicht doch keine Fee, sondern ein Arsch. So ein riesengroßer Arsch mit zwei Backen. So. Da kommt ein Feind, wie es aussieht. Oh, und der landet direkt vor mir. Bam. Oh, ich kann an dem rumkauen. Cool. Nochmal. Oh, und er ist tot. Das war viel einfacher, als ich gedacht hätte. Der sah groß aus. Oh, kommen da noch mehr jetzt? Nö. Ich hab's besiegt. Der Schlurch ist besiegt. Nur Schlurch. So, und da haben wir jetzt offenbar etwas bewirkt. Was passiert? Oh, das könnte wirklich eine Fee sein. Das sieht mir ganz danach aus. Und der Wolf ist sehr beeindruckt. Und es ist nur eine Disco-Kugel. Schade. Na? Hä, was ist das denn? Oh, das ist keine Fee. Das ist ja ein Tiervieh. Ein Vieh, nicht Fee. Naja, ich war nah dran. Ist das ein Ziegenbock oder sowas? Tapferer Jüngling. Jetzt passt die Stimme nicht mehr. Voll schade. Oh, das ist cool, das Ding. Echt schön. Und riesig. Ich bin Latuan, einer der vier Lichtgeister, die im Auftrag der Götter Hyrule mit Licht erfüllen. Du siehst selbst aus wie so ein Gotti. Dieser Dämon, den du gerade niedergerungen hast, gehört zu den Wesen der Finsternis.
Sie rauben uns Lichtgeistern unsere Kraft. Das ist schlecht für euch. Schon ist alles Licht aus Hyrule gewichen, da es von den Kreaturen der Dunkelheit geraubt wurde. Die Gebiete, welche die anderen Lichtgeister schützten, haben sich in eine Schattenwelt verwandelt, von Düsternis gepeinigt, irgendwas. Leider nicht rechtzeitig gesehen. Wenn niemand diese Wesen aufhält, wird bald nicht nur Hyrule, sondern die ganze Welt des Lichts von Schatten verhüllt sein. Ich treffe viele merkwürdige Wesen, merke ich gerade mal in dem Spiel. Ich bin selbst ein merkwürdiges Wesen geworden. Um die Welt vor dem König der Finsternis zu retten, musst du ihr das verlorene Licht zurückbringen. Und das heißt, du musst die drei Lichtgeister erretten, die im Schattenreich gefangen sind. Ihr hört im Hintergrund die Feenbrunnenmelodie. Das heißt, ich war mit der Fee vielleicht doch gar nicht so falsch. Du musst wissen, der Einzige, der dazu in der Lage ist, bist du. Bam, bam, bam! Na super, jetzt hätte er jetzt irgendwas anderes gesagt, dann wäre ich wirklich erstaunt gewesen. Dir selbst ist sie wohl noch nicht bewusst. Die unglaubliche Kraft, die dir gegeben ist. Ja, ich habe vier Beine. Vier Beine sind besser als einer. Wer einmal im Schattenreich war, der verliert seine ursprüngliche Gestalt. Unwiderruflich. Verdammt! Aber wenn du dich in Tiergestalt zum Wald von Phyron Fione Pirone begibst und den Lichtgeist dort befreist, dann wird der Lichtgeist seine Macht zurückgewinnen und dir deine ursprüngliche Gestalt wiedergeben können. Klingt gut, das machen wir. Ich glaube, das möchte ich. Ich finde, vier Beine sind so verwirrend. Jeder Schuhkauf wird doppelt so teuer dadurch. Das macht mich sehr traurig. Wegteleportiert. Hast du mir ein Power-Up oder so gegeben? Das wäre nämlich super nett. So, gut, es geht hoffentlich gleich weiter. Ja, ich habe gerade das Gefühl, ich sollte die Parts etwas länger machen, denn es wird ja bis jetzt nur irgendwas erzählt und dann seht ihr noch gar nicht so viel Action. Aber ich glaube, die Action wird später schon noch kommen. So, also ich muss in den Wald zurück. Von, ich sag jetzt mal Phyron ab jetzt. Wahrscheinlich entscheide ich mich später nochmal um. So, und da wird Midna bestimmt gleich was sagen, oder? Nee, doch nicht. Die kommt jetzt bestimmt rausgeschlurpt, oder? Schluppi, komm mal. Schluppi? Schluppi. Bodybium. Pass auf, es siehst dir gut an. Der Wald von Phyron, wie du ihn kennst, hat sich in einen Teil des Schattenreichs verwandelt. Wie du siehst. Vielleicht wirst du nie mehr nach Hause zurückkehren. Willst du es trotzdem wagen? No, okay. Schwupp. Reingeschwubbelt. Und reingezogen. Ach so, ist das ihr Haar, das mich da reinzieht? Ich glaube, das ist ihr Haar. Die hat echt eine Hardcore-Frisur. Versteht ihr? Hardcore? Okay, Entschuldigung. Okay, der Wald hat sich gar nicht mal so sehr geändert. Es ist halt so ein bisschen schattelig. Übrigens, die Hintergrundmusik erinnert mich auch so ein bisschen an Silent Hill in der Schattenwelt. Was macht die denn? Puh. Mit so etwas kämpft man also in deiner Welt? Ja, nicht so. Obwohl, sie, eigentlich ist sie ja ganz süß. Ich finde die cool. Die ist echt cool. Ob man mit sowas diese Biester wohl erledigen kann? Ich kann es mit meinen Zähnen, hallo? Bunk. Wirklich, tut mir leid. Aber dieses Zeug ist nichts für mich. Wenn du willst, kannst du es ja verwenden. Ja, mache ich, aber ich glaube, ich trage das nicht als Helm. Blub. Weg. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Nein! Wie auch immer. Ein Versprechen ist ein Versprechen. Also werde ich dir helfen. Und vielleicht vertraue ich dir sogar. Danke, du reitest ja auch auf mir. Dafür wirst du mir aber auch einen Gefallen tun.
Ich möchte, dass du etwas für mich findest. Was? Das sage ich dir später. Es ist aber ganz leicht. Aber was viel wichtiger ist, hörst du auch die Stimme des Lichtgeistes? Der Arme, so ganz allein im Dunkeln. Wo mag er nur sein? Ja, ich würde sagen, da drin irgendwo. Will nicht wissen, was mit deiner Welt passiert, wenn wir nicht so schnell, nicht schnell finden. Also los, nicht so träge, wir wollen diesen Geist schließlich finden. Ja, du redest die ganze Zeit. Lass mich los, ich will was schlitzen. Mann, ich hab doch jetzt ein Schwert. Ich kann's noch nicht benutzen. Voll schade, Panade. Alles klar. Also, wir gehen mal irgendwo hin. Ach, jetzt reitet sie wieder normal auf mir. In der Schattenwelt ist das wohl immer so. Ich mach ein bisschen Gespür an, das kann ja nicht schaden. Ja, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt mal alles ausgraben sollte, denn es scheint mir nicht besonders lukrativ zu sein. Avanor hat auch mal erzählt, dass es hier normalerweise keine wirklich großen Schätze zu finden gibt. Oh, versehentlich. Und es lohnt sich deswegen auch nicht immer hier mit diesem Gespür durch die Gegend zu schleuchen. Obwohl, hier war schon wieder relativ viel, ne? Schub, 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 schub. Nee, also es lohnt sich bis jetzt wirklich noch nicht. Schub, 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 schub. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal weiter. Leute, wenn ihr wisst, wo es hier grabbare Schätze gibt, ja, dann sagt es einfach. Ansonsten gehe ich einfach mal... Ui, was ist das? Davon aus, dass es hier nicht viel zu finden gibt. So, alles klar. Und, was haben wir hier? Wahrscheinlich wieder Schlurche. Ach man, hier blöden Schwarzschlurche. Warum seid ihr nur so schlurchig? Und gleich, oh, drei auf einmal. Das ist aber hart. Ja gut, ein neuer Kampf, ein neues Glück. Ja, da, da, da. Okay, also ich glaube, ich fresse dich zuerst. Und dann dich. Und am Ende vielleicht dich. So. Verdammt! Sie haben uns eingekreist. Aber die sollen uns bloß nicht unterschätzen. Im Grunde sind das kleine Fische. Mit denen müssen wir uns gar nicht lange aufhalten. Du schaffst es sicher allein. Los, mach sie fertig. Also, viel Spaß. Man sieht sich. Hey, 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 deine Hilfe wäre mir lieb gewesen. Na gut. Oh, und ich bin schon erwischt worden. Okay, so geht's auch. Okay, schnell sind sie nicht. Das ist schon mal gut. Und es lohnt sich auch erstmal. Erstmal mit dem Zwirbelschlag anzugreifen. Haben die sich jetzt wiederbelebt? Ich glaube schon, ne? Ist ja blöd. Also ja, sie hat gesagt, ich muss mich nicht lang mit denen aufhalten. Vielleicht meinte sie damit, ich kann sie nicht besiegen. Was dauert das so lange? Wenn du von den Biestern nur noch eins übrig ist, dann erweckt es die andere mit seinem Schrei wieder zum Leben. Also gut, ich werde dir helfen. Mach einfach nur, was ich dir sage. Halt B gedrückt. Ich baue ein Kraftfeld auf. Und wenn du loslässt, machst du alle im Kreis auf einmal fertig. Wo ist B? Oh. Moment. Ah, okay. Was? Bin ich gerade gestorben? Oh nein. Und Midna sagt, ich hatte doch noch zwei Herzen übrig. Game over? Ehrlich jetzt? Scheiße, ehrlich jetzt? Nein! Noch einmal? Ja. Das war aber komisch. Ich dachte, ich hätte noch zwei Herzen übrig. Muss mich irgendwann nochmal erwischt haben. Gut, den Kampf machen wir wohl nochmal. Macht aber nichts. So, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich da so schnell sterbe. Aber diese Viecher sind offenbar relativ gefährlich. Also, B wäre das hier. Ah ja, okay. Okay, okay. Ist das ein neuer Angriff, ne? Nom, nom, nom. Okay, ich lock sie mal her. Und? Steht der letzte auch noch auf? Ach so! Ach, der macht das dann von alleine irgendwann. Ich muss also nur ausweichen. Cooler Move, ehrlich gesagt. Ah, ich habe die Dinger nur erst nicht richtig verstanden. Scheint nicht so schwer zu sein. Auch wenn ich ein bisschen gestorben bin. So, jetzt geben sie Herzchen und wir können weiter. Oh, und sie ist müde. So. Kommen jetzt noch mehr davon. Ich schätze mal, jetzt muss ich den Move noch ein bisschen üben, ne? Ah, da oben muss ich hin. Da leuchtet es schön. Ich denke mal, der andere Weg ist auch der, der wirklich weiterführt am Ende. So. Wie komme ich da hoch? Einfach hoch? Ansehen? Ah, ansehen. Sei vorsichtig. Der Wald hat sich verändert. Er wurde zum Schattenreich. Von finsteren Wolken umhüllt. Hier werden die Wesen des Lichts zu Geistern.
Wesen der Finsternis. Und Dämonen beherrschen jetzt das Land. Ich bin ein Lichtgeist. Ah, du Klugscheißer. Du wildes Tier mit klarem Blick. Suche mein Licht. Fülle das Strahlen, das die Finsternis mir raubte. In diesem Titel. Ach, ich kann das beschleunigen, das ist gut. Du erhältst den Titel des Lichts, ein wertvolles Gefäß zum Sammeln von Strahlentau. Was ist denn Strahlentau? Füllst du es mit Strahlentau, bringt es das Licht in die Orte zurück, die zum Schattenreich geworden sind. Das ist cool. Die finsteren Kreaturen, die den Strahlentau beherrschen, siehst du mit dem Gespür. Okay. In der Schattenwelt sind diese Käfer ebenso wie Menschen unsichtbar. Mit meiner verbleibenden Kraft zeige ich dir, wo du die Schattenkäfer mit meinem Licht findest. Okay, alles klar. Gut, das muss ich wohl alles abarbeiten und dann geht's ganz gut weiter, denke ich. Ja, gut. Ich will hier raus. Bisschen Schattentau sammeln, das kann ja wohl so schwer nicht sein. Suche die Schattenkäfer. Die Schattenkäfer sind eine Form des Bösen. Sie klammern sich an den Strahlentau. Die Essenz meines Lichtes. Schwing! Okay. Ach, alles klar. Also, neuer Auftrag. Wir müssen da, wo die Punkte auf der Karte markiert sind, das Gespür anschalten und Strahlentau sammeln. Wie es aussieht. Gut, das klingt nicht so schwer. Leider können wir diese Aufgabe nicht mehr in diesem Part angehen, denn der ist vorbei. Ich würde sagen, ja, das ist eine größere Aufgabe. Das ist besser, wenn ich das im neuen Part mache. Deswegen bedanke ich mich jetzt erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich würde euch winken, aber ich habe leider viel zu kurze Arme und deswegen sage ich nur Tschüss und bis dann.